Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserem heutigen Harz-Vlog. Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch auch zu einem weiteren Harz-Vlog. Wir befinden uns heute im Höhenzug Asse in der Nähe von dem Ort Wittmar. Ja, nach dem Tod von Otto von Bismarck regte damals die Studentenschaft der Fachhochschule Braunschweig den Bau eines Bismarckturmes an. Und der Assener Verschönerungsverein, das ist heute der Heimat- und Verkehrsverein. Verkehrsverein, genau. Der hatte sich dann hier für den Ort Asse stark gemacht. Und ja, hier auf der kleinen Anhöhe, die liegt etwa 227 Meter über Normal Null, wurde dann dieser Bismarckturm gebaut. Genau. Nachdem sich dieser Verein gegründet hat, es war damals nach dem Tod von Bismarck üblich, dass deutschlandweit sich Vereine gegründet haben und so eine Türme gebaut wurden, hat man den Turm hier errichtet. Und für uns ist es der Beginn einer kleinen Miniserie. Wir haben ein paar Bismarck-Türme aus der Region rausgesucht, werden die so nach und nach besuchen und euch zeigen. Heute hier, wie gesagt, im Wittmar. Und wir werden uns mit euch zusammen diesen Turm jetzt angucken. Der ist 24 Meter hoch und hat damals, als er gebaut wurde, wann, verraten wir euch noch, hat damals 30.000 Reichsmark gekostet. Aber wir gehen da jetzt erstmal los. Inge, nicht querfeldein, wir gehen hier schön auf den Weg. An der Grundsteinlegung, die am 17.06.1900 stattfand, nahmen trotz schlechten Wetters 3.000 Personen teil. Und die Festrede, die ein Realschuldirektor gehalten hatte, die musste wegen des anhaltenden Regens sogar verkürzt werden. Und direkt nach der Grundsteinlegung würde dann auch mit den Bauarbeiten begonnen. Als Baumaterial wurden Muschel, Kalkstein und Dolomit verwendet, die an Ort und Stelle an der Asse gebrochen wurden. Der Unterbau und der Turmkopf wurden aus weißem Kalkstein, der Turmschaft aus gelbem Dolomitstein gebaut. Am 20. Oktober 1901, dem Einweihungstag, kamen bei sehr gutem Wetter 20.000 Bürger zur Einweihung. Neben den Lehrern und Studenten der Technischen Hochschule nahmen auch zahlreiche Bürger aus Wittmar und Umgebung teil. Die Bismarcktürme wurden zwischen 1868 und 1934 erbaut. Die Bismarck-Denkmäler waren Ausdruck der Bismarck-Verehrung bzw. des Bismarck-Kults im Kaiserreich. Auf der Spitze dieser Säulen sollte eine Feuerschale angebracht werden, die an bestimmten Tagen zu Ehren des ehemaligen Reichskanzlers gleich einem Netzwerk in ganz Deutschland brennen sollten, um so eine Feuerkette durch das ganze Reich zu erzeugen. Da man sich nicht auf einen gemeinsamen Tag der Befeuerung einigen konnte und zudem aufgrund sehr ungleicher geografischer Verteilung große Lücken im Netzwerk klafften, setzte sich die Feuerkettenidee jedoch nicht durch. Von den ursprünglich ca. 240 Bismarck-Türmen und Säulen stehen auf den heutigen Gebieten von Deutschland, Frankreich, Tschechien, Polen, Russland, Österreich, Kamerun, Tansania und Chile noch 173 Bauwerke. Weitere 66 dieser Bauwerke, unter anderem auf dem heutigen Gebiet von Dänemark und Papua-Neuguinea, existieren nicht mehr. In Deutschland sind noch 146 von ehemals 184 Türmen erhalten. Entsprechend der nach dem Zweiten Weltkrieg verblassenden Verehrung Bismarcks haben die Türme heute ihre Bedeutung als Personendenkmal weitgehend verloren. Sie dienen stattdessen als touristische Landmarken oder kulturhistorische Denkmäler. Ja, am 1. Juli 1902 kam dann plötzlich ein Gewitter auf. Und ja, da der Turm schon so teuer war, hatte man damals auf Blitzableiter verzichtet und da wurde der Turm ordentlich beschädigt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren rund 1400 Besucher oben auf dem Turm gewesen und Eintritt war zu der Zeit für Erwachsene 10 Pfennig und für Kinder 5 Pfennig. Bei diesem Gewitter kam es zu starken Beschädigungen des ganzen Turms und ja, man entschloss sich dann 1909 zu der ersten Sanierung.
Wollen wir mal hochgehen? Ich weiß nicht, ich habe ja Höhenangst, aber naja, du gehst vor. Sind ein paar Stufen. Du gehst vor, steht leider nicht dran. Nee. Ich zähle auch nicht. Mal, wie weit ist denn das noch? Ein Stück, aber lässt sich gut gehen. Ja, das stimmt. Mück, Mück, an die Seite. Donnerwetter. So, hier oben muss man ein bisschen aufpassen, denn hier oben ist so ein, ja, es war, sollte mal eine Feuerschale da oben drauf. Und das Ding, der Sockel steht noch, aber hier haben wir schon mal schönen Blick auf den Asserhöhenzug, auf die grünen Bäume, auf den grünen Rasen, ach, ist der schön grün. Und hier kommt eigentlich das Schönste von allen, der Ausblick. Frank, bist du auch schon da? Ich habe mir Zeit gelassen, ich wollte es genießen. Ach so, komm, guck mal, traumhafter Ausblick hier oben. Guck mal, da hinten, ist das der Brocken? Ja, ne? Das ist der Brocken, Tatsache. Hier steht auch irgendwo ein Schild, das soll eine 38 Kilometer Luftlinie sein. Mhm. Wunderschön. Kann hinkommen. Hier vorne, das ist Wittmar. Wie das Dorf da links heißt, weiß ich nicht. Steht hier leider auch nicht. Und wenn man hier ganz rumschwenkt, das werdet ihr jetzt auf dieser Kamera nicht sehen, dort hinten am Waldrand kann ich die Türme von Salzgitter sehen, wo die Industrieanlagen sind. Und wenn man hier einmal direkt runter guckt, dann wird es grün. Und man hofft, dass die Kamera nicht runterfällt. Ich habe jetzt hier in der Kamera mal das Stativ ausgezogen, weil wir wollten mal wissen, was das für ein Dach ist. Und das ist heutzutage, wird das der Blitzableiter sein, der hier oben ja, die Blitze ableitet, damit das nicht wieder saniert werden muss. Früher war da mal eine Feuerschale drauf und heute ist es der Blitzableiter. Ja, Frank, willst du noch was gucken oder sollen wir wieder runtergehen? Ja, ich denke mal, wir gehen wieder runter, aber runtergehen ist nicht besser als hochgehen. Das geht in die Knie und ist auch nicht ohne, aber Inge kennt da einen guten Weg. So, jetzt sind wir wieder unten. Ging doch schnell, oder? Ja, ich wundere mich noch. Zumindest besser als hoch. Ja, vielleicht sollte man hier zu dem Bismarckturm noch sagen, dass der, wie heißt der Verein? Heimat- und Verkehrsverein Asse e.V. seit 77 sich um diesen Turm kümmert. Ist auch alles total super in Schuss, muss ich sagen. Und ja, und man kann im Sommerhalbjahr, kann man täglich hier aufklettern. Genau. Und wegen Blitzableiter, den haben Sie jetzt. Da ist das Schild nochmal dazu. Ja, ich habe geklugscheißert vorhin. Ich sag da weiter nicht zu. Ja, das war Teil 1 unserer Bismarcktürme hier in Wittmar. Den zweiten verraten wir noch nicht. Wissen wir ehrlich gesagt selbst noch nicht, welcher genau. Es wird. Es gibt ja einige. Und für euch, ganz wichtig, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke anklicken, damit ihr kein Video verpasst. Und teilen, oh, das erzähle ich wieder nicht alles, ne? Twitter, Telegram, WhatsApp, E-Mail. Ihr könnt auch jemanden, den ihr trefft, mal euer Handy in die Hand drücken und das Video zeigen. Aber den müsst ihr natürlich kennen, nicht jedem das Handy geben. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.